Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Folge. Wir sind bei Edna bricht aus und wir brechen erstmal wieder ein. Also in unsere Zelle oder so. So. Wir gehen mal noch nicht ins Rohr und gehen erstmal wieder zu unserer Zelle. Mal sehen, können wir jetzt hier... Dummer Tisch. Der Stuhl hat genug. So, können wir hier vielleicht jetzt irgendwas... Edna was hier. Edna was hier. Edna was hier. Ken sent me. Edna was hier. Nochmal. Ihr wisst, dass wir das jetzt alles machen müssen, ne? Weil warum steht dort drüben Ken sent me und bei den anderen schreibt sie nur Edna was hier hin? Vielleicht gibt's ja noch ein paar geheime Sachen. So, okay. Tisch, dir, Tisches, bei Tisch, beim Essen sein, am Tisch sitzen, zu Tisch gehen, Gespräche am runden Tisch. Stuhl, der, Stuhles, Stühle, auch kurz für Stuhlgang, elektrischer Stuhl, der heilige Stuhl, der päpstliche Stuhl, vergleiche R157. Heilerin hier. Willkommen in dieser Irrenanstalt. Ich glaube nicht, dass die Tür etwas lesen will. Warum nicht? Gitter, das. Gittern, selten, ich gittere. Vergleiche R22. Polster, das. Textiler Möbelspannbezug mit Füllung zur Sitzkomfortmaximierung. Ist das blöd. Ventilator, der. Motorisierter Flügelblattrotor zur Raumklimaregulierung. Kann ich den anmalen? Schade. Der Stift schreibt nicht auf den Rotorblättern. Ah, Mann, Mann, Mann. Der hat genug gelitten. Außerdem ist hier im Schacht zu wenig Platz, um auszuholen. Das, okay, das stimmt. So. Oh, was haben wir denn hier? Ein Gitter. Die Freiheit, von unbarmherzigen Lamellen eines weiteren Gitters zerschnitten. Ach. Hilfe! Ich werde hier festgehalten! Wo sind all die Helfer und Helfershelfer? Die Ritter mit aufdringlich polierter Rüstung? Wo sind all die lästigen Gutmenschen, wenn man sie braucht? Oh Mann. Zu. War ja klar. Zu. War ja klar. Freiheit. Freiheit! Das hat jetzt anscheinend nicht so direkt funktioniert. Gitter. Das. Gitters. Gitterbettchen. Gitterfenster. Gittern. Selten. Ich gittere. Vergleiche R22.
Ja, auf jeden Fall muss man immer probieren, ob was eventuell einfach offen ist. Auf jeden Fall. Ja, das wäre eine gute Idee. Leider sind die Schrauben außen und ich komme nicht dran. Okay, das ist natürlich jetzt schlecht. Gibt's hier noch was? Nein, gibt nur das Gitter. Okay. Freiheit! Freiheit! Okay, Harvey, was sagst du dazu? Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Meine Zähne sind aus Frotte. Gut, ja. Ich werde doch meinen besten Kumpel nicht verbrennen. Sollst du ja auch nicht. Das ist jetzt bestimmt eine schlechte Idee, oder? Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Ich musste auf die Toilette und hab mich verlaufen. Ja, genau. Komm rüber und ich zeig dir den Weg. Den Weg zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Es ist noch nicht zu spät, Freunde zu werden. Wir sind nicht deine Feinde, Edna. Hört ihr dann auf, meine Erinnerung zu löschen und mein Ego zu zerstören? Oh, nein, das wohl nicht. Super, Freunde. Was ist? Kommst du jetzt? Ha! Niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Wir werden sehen. Nein. Genau, ich rufe nur kurz meinen Spediteur an. Okay. Ah, da muss ich hier um den Tisch. Na, das ist ja Quatsch. Nein, das ist ja so, als würde ich auf Dr. Marcells Schoß sitzen. Wenn du nicht sofort von der Tür weggehst, hetze ich meinen Kampfhasen auf dich. Fass, Harvey, fass! Das ist ein Schrank. Ach nein, warte. Es ist Hulgur, der Assistent von Dr. Marcel. Hey, Hulgur! Was ist? Kommst du jetzt endlich mit? Ich will mit Dr. Marcel sprechen. Sofort! Der Doktor ist unterwegs. Du kannst mit ihm sprechen, wenn er zurück ist. So lange kommst du in deine Zelle. Niemals! Wie du willst. Dann warten wir halt hier. Und wenn's den ganzen Tag dauert, ich hab Zeit. Aber das verstehe ich jetzt. Ach so. Wir sollen ihm nicht sagen, dass wir dort oben durchs Gitter gekommen sind, ne? Es ist ein Fenster. Es ist groß, quadratisch und schwer. Ich kann es nicht sehen. Dumm, 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 dumm. Ach so, warte mal. Quadratisch, ja. Mhm. Ja, nee, ist klar. Okay, das macht Hulgur nicht wahnsinnig. Es macht höchstens euch wahnsinnig, aber nicht uns. Nicht die. Hey, lass das! Hey, lass das! Hm.
Das ist ein Schrank. Ach nein, warte. Es ist Holger, der Assistent von Dr. Marcel. Warte. Willst du vielleicht etwas lesen? Machst du dich etwa über mich lustig? Auch wenn ich nicht so aussehe. Ich lese viel in meiner Freizeit. Ach ja? Mhm. Was denn? Tolstoi, Hemingway, Voltaire, Rosamunde Pilcher. Jetzt hast du dich verraten. Das sind ja alles nur Fantasienamen. Das versuche ich lieber gar nicht erst. Ach so, okay. Schade. Pock. Komm, hau noch mal zu. Er hatte genug. Ach so, na gut. Ätna erschlagen, großes Tier. Ug. Wer ist der Champ? Ätna. Sagt es lauter. Ätna. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Mhm. Aber wohin mit ihm? Na, in den Schrank, mit dem Schrank. Gott, jetzt lassen wir schon Leichen verschwinden. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich weiß, der Schrank. Deswegen habe ich ihn gerade aufgemacht. Da läuft das ganze Blut in den Kopf. Mach doch sowas nicht. Naja, mach lieber wieder zu. I don't know. Können wir jetzt hier raus? Tatsache. Ich gehe krachen. Eine besonders rankige Ranunkel. Ranunkel. Ranunkel, lass dein Blatt herunter. Eine besonders rankige Ranunkel. Hallo, kleine Pflanze. Bekommst du auch genug Licht? Wasser. Hallo, kleine Pflanze. Bekommst du auch genug Licht? Wasser. Hoppla. Absicht. Psst. Randale. Das macht jemand anderes weg. Ach so, na gut. Das macht jemand anderes weg. Ach so, na gut. Pflanzennamen im Lexikon-Nachschlager. Der zweitunbeliebtester Schlager. Was denn? Sogar unbeliebter als da steht ein Pferd auf dem Flur? Ui. Boah, also. Ja. Aber wozu? Weil wir's können? Ja. Aber wozu? Weil wir hier einen Bildungsauftrag haben? Ja. Aber wozu? Dass die Jugend noch was lernt im Leben? Ja. Aber wozu? Ja, vielleicht, dass wir hier nicht nur irgendwelche komischen Menschen draußen rumwackeln haben, die keine Ahnung von nix haben? Ja. Aber wozu? Vielleicht, dass wir dann in der Forschung einfach mal ein bisschen vorwärts kommen und nicht ständig auf der Stelle treten, wie seit etlichen Jahren. Ja. Aber wozu? Damit wir noch schneller unsere Welt in den Untergang treiben können und nicht mehr so lange leiden müssen. Ja. Aber wozu? Da hast du recht. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung, Matthias. Ich habe extra eine kleine Story aufgebaut. Diese Säule verschandle ich nicht. Sie soll als Symbol des Schreckens misslungener Innenarchitektur für alle Zeiten bestehen bleiben. Du verschandelst sie nicht, weil sie ein beweglicher Sprite ist, stimmt's? Psst. Ja, psst. Ohne die Pflanze wirkt diese Säule deplatziert. Ach so. Das mit der Pflanze tut mir leid. Wenn ich ein romanischer Pilaster mit breitem Intercolumnium wäre, würdest du dich das nicht trauen.
Das stimmt. Die könnte ich maximal wenige Meter weit schleppen. Ja, dann mach das doch. Okay. Können wir jetzt irgendwie... Mal gucken. Ich kann etwa 40 Liter Himmel sehen. Es ist zu hoch. Ich komme nicht an. 40 Liter Himmel. Use the Luke Force. Use the Luke Force. Nimm Dachluke? Was willst du mir damit sagen? Du hast einen Dachschaden, Edna? Ja. Das ist zu hoch. Sicher finde ich einen besseren Ausgang. Use the Luke Force. Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen gibt es keine Buchdeckel. Alle Buchstaben sind frei und können machen, was sie wollen. Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Yippie! Wir sind nur Zentimeter davon entfernt. War ich das etwa? Steh Nein. dazu! Du bist so destruktiv wie ein Ego-Shooter. Was hältst du von dieser Säule, Harvey? Kitschig. Ja. Müssen wir mit denen jetzt hier irgendwas... Hallo! Was willst du denn jetzt schon wieder? Lass mich raus! Das ist ein Notfall! Oh, wirklich? Ich habe Hunger. Essen gibt's um 6. Schade, dass du wieder nur Wasser und Brot bekommen wirst. Heute ist nämlich Wünsch dir was Tag in der Kantine, weißt du? Ja. Und was ist, wenn ich mir Wasser und Brot wünsche? Ja, gebt ihr es mir dann? Oder sagt ihr, nee, wir müssen dir was anderes geben, weil sonst würden wir ja da deinen Wunsch erfüllen. Und dann kriege ich vielleicht Leberwurst, Käse oder Gurke und Tomate oder Paprikastreifen oder sowas vielleicht. Ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Nun, die frühe Herbstsonne steht heute tief an einem orangefarbenen Himmel. Die Luft ist so klar, dass sich das Licht in der Ferne funkelnd an den Bergen bricht. So um die 18 Grad Celsius. Es ist ein richtig schöner Tag da draußen. Aber du wirst ihn nicht zu Gesicht bekommen. Schade. Mir ist ein wenig schwindelig. Tja, das kommt bestimmt von der schlechten Luft da drin. Ich könnte jetzt natürlich aufstehen, zum Schalter der Klimaanlage laufen und für ein wenig Frischluft in deiner Miefbude sorgen. Vielleicht bleibe ich aber auch einfach hier sitzen. Arsch. Ich muss mal. Ah, der gute alte Ich-muss-mal-auf-die-Toilette-Trick. Ein Klassiker. Denkst du ernsthaft, man wird Wächter in einer Irrenanstalt, wenn man auf die einfachsten Tricks reinfällt? Und was ist, wenn ich wirklich auf die Toilette muss? Ja, ja. Sehr gut. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Oh, ich hab mich geirrt. Doch kein Notfall. Umso besser. Noch was? Und da dieses Klavier im Hintergrund. Ding!
Ach, nee, ist doch kein Notfall. Ding! Okay. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Ach, ja, ja. Yep. Du könntest mich ja rauslassen und mir was vorgolfen. Du weißt ganz genau, dass Dr. Marcel verboten hat, Patienten aus der Zelle zu lassen. Wenn du mich nur nerven willst, komme ich gleich rein und spiele mit dir Minigolf. Die Musik. Da. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an, dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Hm. Hey! Hallo! Na, Süße? Ja, aber ist ja auch Quatsch, ne? Also, ich meine, es ist ja gar keine Klimaanlage mehr da jetzt. Ich weiß nur nicht, ob wir halt ihn noch brauchen. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Hab ich dir schon... Yep. Erzähl mir mehr über deinen Ich hab dir doch schon alles gesagt. Mein Vater gab ihn mir. Yep, yep, yep. Ein großer Mann. Dein Vater interessiert mich eigentlich nicht die Bohne. Hey, ein bisschen mehr Respekt. Ich kann wirklich giftig werden, wenn jemand schlecht von meinem Vater redet. Er hat mir alles beigebracht. Also nicht viel. Entschuldigst du mich bitte? Mein Hase möchte mir etwas sagen. Was? Ich wollte dir nichts sagen. Psst, spiel einfach mit. Der Typ ist todlangweilig. Ja, ja. Immer noch verrückt. Okay, dann habe ich das Gefühl, dass, dass wir doch einfach aus der Tür raus sollen. So, aber... Ah, ich kann ja noch in den Flur. Hey! Oh, oh. Ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Ha! Hab ich dich endlich! Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Läppisch! Da musst du schon früher aufstehen. Yep! Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher, nochmal wird das nicht vorkommen. Wir haben immer noch alle Sachen? Der hat uns nicht gefilzt und nix? Ah, nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte. Aber man muss sagen, er hat gut abgewehrt. Das kann er. So, und außerdem steht er in so einem Zimmer drin, wo alle Wände aufgeschlitzt sind, wo hier hinten das Ding offen ist und alles. Ja, wie bist du wohl rausgekommen? Ja, weiß ich jetzt auch nicht so direkt. Hier geht's noch rein. Mhm. Ich war vor uns mit der Maus über der Tür, aber da ging's. Oder ich hab's bloß wieder nicht gemerkt, aber ich hab auch nicht den. Alf. Eine Alf-Puppe steht sogar direkt da. Wie lustig.
Hirn. Oh, ich hatte nicht das Gefühl, dass es da dieses Symbol gab. Na gut, dann habe ich da wohl ein bisschen, verkackt. Fenster. Das. Fensters. Fensterbank. Plural Fensterbänke. Fensterbrett. Fensterbriefumschlag. Fensterflügel. Fensterglas. Plural Fenstergläser. Fenstergriff. Fensterkreuz. Fensterladen. Plural Fensterläden. Selten Fensterladen. Fensterleibung, Fensterleder. Chemie, die. Lehre der Elemente. Ja. Wäsche, die. Sammelbegriff für Bekleidungstextilien. Ja. Alf. Die Seite fehlt. Das Lexikon hat auch seinen Stolz. Der Diss ist real. Gehirn, das grau bezählter IQ-Container. Ein menschliches Organ, das den Besitzer befähigt, Talkshows wegzuschalten. Das stimmt. Nur schade, dass die immer noch recht hohe Einschaltquoten haben. Radioaktive Verseuchung, die. Hey, hier ist ein Foto von Hulgur. So sind die Texte für die neuen Star-Wars-Filme entstanden. Der Diss. Edna teilt mit aus. Wie? Es heißt also Bovling. Merkt euch das, Kinder. Das heißt Bovling, genau. Comic-Heft. Das. Comic-Hefts. Plural Comic-Hefte. Episodenhaftes Printmedium für grafische Witzbildliteratur. Ach, mit W. Es heißt also Bovling. Merkt euch das, Kinder. Ich musste das nochmal machen, einfach nur, damit ihr euch das merkt. Ne? Karton. Der. Umverpackung aus Presspappe. So, noch irgendwas verpasst? Oh ja, Lichtschalter. Lichtschalter, der. Handbetriebenes Leuchtquellenbedienelement. Leuchtquellenbedienelement. Ja. Wofür dieser Schalter wohl gut ist? Weiß nicht. Licht. Licht! Wird's bald. Na bitte, geht doch. Bescheuert. Gute Idee. Dann kann ich überall Licht machen. Richtig, genau. Oh nein, er ist fest. Ach Mann. Du eine Pleite. Oh, echt jetzt mal. Licht aus. Licht aus. Wird's bald. Na bitte, geht doch. Das ist schön. Wozu schreiben, wenn man auch Leuchtbotschaften morsen kann? Es lebe der Fortschritt. Ich markiere die Flaschen mit ungiftig. Mist, er ist zu haarig, um ihn zu bekritzeln. Ah, das stimmt. Nicht einmal das stimmt. Die Freude lässt er uns. Hey, Pfoten weg. Huch. Moki, grüß dich. Hey, Pfoten weg. Huch. Das ist schon markiert. Ach so, na gut. Nein, zu wertvoll für den Mixer. Nein, Edna, aufhören. Du darfst nicht in Captain Unbrauchbars Abenteuern herumkritzeln. Das wäre respektlos. Respektlos. Harvey? Ich glaube, Respekt schreibt sich mit E. Wer benutzt schon die Texteinblendung? Wer benutzt schon die Texteinblendung?
Oh, ich liebe diese Details, ey. Weißt du, wenn du jetzt die Texte vielleicht nicht eingeblendet hättest, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht gekommen, das Gespräch. Oh Gott, nee. Darauf lässt sich nun wirklich nicht kritzeln. Das ist so gut. Das ist einfach so gut. Nein, ich will mir nicht den Ausblick ruinieren. Oh Mann, ey. Sieh nur, Harvey, die Freiheit. Na dann nix wie raus. Also, ich habe ja eine Idee. Vielleicht schaffen wir es ja, das Fenster gleich aufzumachen. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge rausbekommen. Ob wir das Fenster aufbekommen. Dann können wir da vielleicht auf dem Dach langlaufen, können das Gitter dann auf der anderen Seite aufmachen. Und wenn wir dann wieder hier rausgehen und uns der Typ wieder verfolgt, gehen wir hier rein, gehen über das Fenster rüber und stellen dann die Säule hier davor und dann kommt er nicht raus. Das probieren wir dann auf jeden Fall noch. So, und jetzt in der nächsten Folge werden wir dann hier mal ein bisschen mit Harvey überall hier draufklicken und dann natürlich alles angucken und so weiter. Das dauert lang. Aber bei dem Spiel muss ich das machen. Das funktioniert einfach nicht anders. Es gibt so viele kleine Easter Eggs hier drin und so viele kleine Lustigkeiten. Das heißt, wir versuchen mit Alf zu sprechen, wir werden auch mit dem Gehirn sprechen und so weiter. Es wird ein wahrer Traum, hoffe ich mal. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Cheerio.